Ja. Richtig. Ja, genau so. So war der Gedanke. Ich klaue den Tanker, der du abkommst. Kannst du irgendwie False End oder so markieren? Ja. Ach so, ja, warte. Die auf die, ne? Und du fährst genau drauf zu. Okay. Also geradeaus. Da vorne ist es schon. Perfekt. Ich glaube, wir brennen, glaube schon oder so. Ich höre auf jeden Fall Gas austreten oder so. Ja. Ja, oh, Bombe. Ach komm, nein. Wir waren 100 Meter vom... Ach Mann. Okay. Jetzt spawnen wir wieder wahrscheinlich in irgendeinem komischen Geistertraum. Ja. Mann. Paar 100 Meter. 100 Meter. Ich habe ja schon die Einfahrt gesehen. Ich wollte ja schon die Handbremse eigentlich fast ziehen. Ja, ich habe die Rakete auf uns fliegen sehen. Oh, okay, wir sind hier, aber der Tanker ist jetzt halt weg. Ja, okay, in der Zeit markiere ich uns mal schnell eine neue Mission. Okay, ich hole uns ein Auto. Okay, 3,3 Kilometer, 4,3 Kilometer. Boah, befreie den sechsten Außenposten 2 Kilometer, dann nimm wir den mit. Nimm mir nicht lieber einen mit Maschinengewehr? Dann müsste ich mir kaufen. Nee, aber ich habe ja einen. Ach so, ja, stimmt. Sorry. Ich denke mal, die ganzen Dinger, die wir freischalten, die werden nur mir angezeigt. Vermute ich mal. Meinst du? Weil ich habe den Todbringer. Ja. Oder wie hieß der jetzt? Todeswunsch? Ja, der Todeswunsch, ne? Wo ist denn der? Ja, den habe ich. Den habe ich auch nicht. Wo wird denn der angezeigt dann? Ich habe hier noch drin, Hope aber. County's Muscle Car im Besitz. Ansonsten. Ja. So, warte mal. Munition einmal auflaufen. Oh, 6700 habe ich. Nicht schlecht. Ja. Okay, naja. Oh, du kannst auch hier an dem Ding deine Beute verkaufen. Fällt mir gerade auf. Ja, habe ich gerade gemacht. Wenn wir demnächst an so einem Flughafen-Telefon-Gedöns vorbeikommen. Mhm. Dann. Ein Helikopter. Dann will ich einen kaufen, genau. Ja, da kann ich ja auch mal reingucken. Vielleicht haben wir ja sogar schon freigeschaltet. Meinst du echt? Möglich wär's. Also ich habe keinen gekauft und ich habe auch gleich, glaube ich, keinen gesehen, den wir freigeschaltet haben. Der Truck ist schon ein bisschen langsam, finde ich. Das stimmt. Wir fahren jetzt 35 Meilen, das ist jetzt nicht so schnell. Nee, nicht das ist Höchstgeschwindigkeit. Das merkt man auch. Oh nein. Oh doch. Und wir haben überlebt. Das war das ja. Ich habe in dem Moment gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Tatsächlich. Dass wir noch leben, das überrascht mich gerade selber. Mhm. Oh, aus Versehen Zivilist gerettet. Okay, kam jetzt eine Mission dazu, oder? Ja, ein False End. Der hat da anscheinend False End eingenommen. Weil wir sehr viele Zivilisten freigeschaltet haben. Okay. Ja, aber ich würde jetzt schon, wenn ich schon auf dem Weg bin, dann machen wir jetzt noch kurz den Außenposten. Ja, warte, kann ich den wieder markieren? Weil ich habe ihn markiert. Okay. Weil der hat nämlich umgeschwenkt bei mir. Ja, bei mir auch, aber er ist noch auf der Karte. Okay. Also er ist nur nicht mehr gelb, aber er ist noch da. Und du musst ja nicht wissen, wo wir hinfahren. Nö. Du ballerst einfach. Auch. So, jetzt. Aber dann da Streifen links. Auf dem Fußboden sehe ich auch. Die blauen? Ja. Ist cool.
euch hier. Jetzt auch die Wölfe? Ja. Oh. Ich steig mal aus. Ne? Oh. Oh, oh, oh. Dynamit. Oh. Oh. Ich bin tot. Und ich bin fast tot. Okay. Sehr schön. Der war auf dem Dach. Ja. Ist auf dem Dach. Hab ihn. Den habe ich auch. Okay. Irgendwo ist noch einer. Oh, ich lieg auf dem Dach tot. Wie komme ich auf das Dach? Ah, okay. So, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Oh, tschüss. Sehr schön. Gute ja, Arbeit. Ja. Aber ich glaube, in dem Spiel ist auch nicht viel mit Schleichen. Wir können. Könnte man, ne? Wir machen es noch nicht. Nee. Denk dran, wo wir in dem Bunker waren, habe ich alle mit dem Wurfmesser ausgeschalten. Ach so, ja. Und wenn wir von Gewehren auf Pfeil und Bogen umsteigen, dann ist es auch cool. Deputy, du darfst John nicht auf die rechte Schulter nehmen. Eine ganz andere Sache. Okay, jetzt müssen wir das Falls End machen. Ich glaube, wir müssen den wieder befreien. Ja. Das. Ist wichtig für die Absicherung der Region. Ich guck nur kurz, ob das, ob der hier eine andere Knarre hat. Ah. Also eine Handfeuerwaffe. Hier, weil ich habe ja ein Scharfschützengewehr und wenn ich jetzt hier so ein SMG dazu kaufe, dann habe ich zumindest eine Schnellfeuerwaffe. Mhm. Für die Nähe. Der Kugas ist, bringen wir ihn noch schön in Schuss. Oh, stimmt. Dann können wir ihn schlecht zum Auftanken nutzen. Und dann habe ich auch was fürs Auto. Hat's hier irgendwo ein Auto? Telefon, Gedöns? Nee. Mit dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Hm. Siehst du irgendwo ein Auto? Nee, ich bin gerade noch beim Typen hier drin. Warte, was ist das? Ja, hier ist doch eins. Ist kaputt. Ja, dann nehmen wir deins. Ah, der Van. Den habe ich voll übersehen. Hier steht noch ein Rucksack. Das ist fantastisch. Es kommen neue Sachen hinzu. Rutsch. Rutsch. Seit wann fährst du? So, Falls End ist da lang. Ich wollte dir was Gutes tun. Jetzt müssen wir mal die Mini-Uzi hier testen während der Fahrt oder so. Ich denke, das hilft mir auf jeden Fall echt viel, wenn ich das habe. Oh, Tanklaster. Wir müssen eh nach Falls End. Hol ihn dir. Warte, bis wir vor ihm sind. Falls wir hier vor ihm kommen mit dem Ding hier. Hast du? Oh. Du hast nur getroffen. Mach. Ja. Oh, wir brennen. Der brennt. Steig aus. Ich bin tot. Oh. Bin verbrannt. Ich auch. Scheiße. Ah. Mann. Tag des Todes.
Meinst du, wir kommen jetzt automatisch nach False End? Nee, ich glaube, False End ist gerade belagert. Ja gut, aber wir haben ja jetzt versagt in dem Sinne. Na, jetzt bin ich auch mal gespannt, wo wir landen sind. Okay, wieder hier. Sehr schön. Also die Leute aus dem Gefängnis befreit. Die Maßnahme, die Spannungen nur weiter. Macht den Terrorgruppen das Anwerben neuer Mitglieder leicht. Das hat mir gerade gesagt, dass ich deinem Spiel jetzt beigetreten bin. Auch interessant. Okay. Hast du für deine Uzi so ein Zielfernrohr gekauft? Echt jetzt? Ja. Ein Zielfernrohr auf einer Uzi? Das stimmt mit dir nicht. Kein Wunder, hast du daneben geballert. Das ist eine Seltenheit. Ja doch, Kim and Korn, da ist doch alles dran, was du brauchst. Gut, ne? Mensch. Ich hab ein paar Zusatzmaterial geholt. Ja, damit triffst du doch nicht mal ein Scheunentor, wenn du da so eine riesen... Ah, Heli, kümmere dich drum. Oh. Los, mach dich nützlich mit deiner Uzi. Hast du ein Scharfschützengewehr dran? Oh, ich bin tot. Was ist denn? Der hat mich rausgeballert. Und ich renne durch den Wald. Aber ich lebe doch. Aber ich lebe noch. Das ist gut. Kann man nicht mal ins Leben. Ich habe ihn. Jetzt landet er genau auf dir drauf, oder? Oh, kann ich nicht sehen. Ja, so gut wie. Na, jetzt brennt es bei mir. Na, mal gucken. Ja. Ich komme an dich ran. Wir haben nur unseren Wagen verloren. Nimm mal 9. Da kommt bestimmt gleich ein Taxi. Ich war froh, dass ich noch aus dem Auto rausgekommen bin. Guck mal, ich bin gegen einen Baum gefahren und dann ist das Ding unter meinem Arsch ausgebrannt. Okay. Ein Stück zurücklaufen, da hat sie ja unsere Düngerfabrik hier. Ah, okay. Ja, dann nimm die mit. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir uns hier ein Auto nehmen. Da kommt ein Auto. Da ist ein Tanker. Ja. Du hast ihn. Sehr schön. Ich hab ihn. Er brennt nur ein kleines bisschen. Ich habe uns ein Auto besorgt. Ja gut, aber wenn ich jetzt einsteige, verbrenne ich, oder? Also noch sitze ich. Ach so. Ich habe eine Flamme im Hinterkopf. Ja, also du brauchst dir keine Sorgen machen, dass es nicht kalt wird. Ja, super. Ich wollte schon länger eine Glatze. Okay. Ja, der hat's wohl beim Schießen. Bitte schießt nicht auf uns. Das würde erklären, warum wir vorhin einfach abgebrannt sind. Ja. Ich wusste ja nicht, dass der Tanker mit Gas beladen ist. Ich dachte, der wäre flüssig oder so. Naja. Okay. Jetzt ist auch die Frage, ob wir das Ding abgeben können, ohne abgeknallt zu werden. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich bezweifle es. Und wenn, dann explodieren wir einfach direkt davor. Na, das ist Straßensperre. Ignoriere die Geräusche, der muss so klingen. Okay. Abliefern, wa? Nein, nicht ganz. Er nimmt's nicht, ne? Aber, ne, ich denke, wir müssen erst wieder False End befreien. Ja, so ein Mist. Okay, trifft. Warte. Wenn wir kurz die Mission... Ah, okay, jetzt brennt er. Ah, jetzt brenne ich. Ja, vielleicht steht er gleich noch da, wenn wir die Kirche gesäubert haben. Dann wird er automatisch abgegeben, das wäre cool.
da sollen wir rein. Er hat uns sogar einen roten Teppich ausgelegt hier. Krass. Ja, nur für uns. Oder wahrscheinlich eher die für ihn. Aua. Voll auf die Nase. Filme gucken. Ich meine, ist doch ganz klar, ne? Der Typ ist da drin und wir laufen rein. Halt still. Ich möchte Jezorn schreiben. Nicht Korn. Warum haben wir nicht einfach durch ein Fenster reingeguckt und geballert? Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Ja, das gehört zu der Mission, ne? Verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. So, jetzt haben wir ein Tattoo, ne? Super. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Aber wenn er uns tätowiert, dann heißt es ja eigentlich, dass wir am Leben gehalten werden, oder? Denke ich auch. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entzündung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Will er die heiraten? Du elendes Schwein! Versuchen wir es nochmal. Jetzt hat er wieder sein Buch in der Hand. Wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Hast du es gesehen? Dickst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Dickst du, Nick Rye, deine Hand. Fick dich. Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Warum flüstern die? Das ist nicht nett. Nick. Ich tue Buße. Okay. Das ist die Macht des Jahres. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht. Okay. Er hat ihn gehäutet. Ja. Eiskalt. Ich dachte kurz, sie hat einen Bart. Sorry. Ja, der Schatten. Der ist gerade schief gefallen. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Nein. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Wir dürfen jetzt herstellen. Es ist nur ein Wort. Will ich nicht. Aber muss ich tatsächlich. Oh Mann. Kannst du was tun? Nee, ja. Schieß los! Los, schieß! Bring John zu seiner Rettung! Los! Okay. Ah, da war eine Waffe im Bucher. Woher wusste der das nochmal?
Oh, Vorsicht, halt, stopp, stopp, nicht rauslaufen. Danke. Vorsicht, da steht unser Typ. Draußen. Sehr schön. Den Schützenstand des Trucks? Na da. Ah. Ich kann nur hinten rein. Das ist okay. Ah, sie fährt oder was? Also ich kann jedenfalls nicht einsteigen vorne. Ja, nur auf dem Beifahrersitz. Das ist okay. Da darf ich auch mal aus dem Auto ballern. Wenn sie jetzt nur noch das Radio ausmachen würde, wäre das super. Ja. Welche Laster? Das ist ein Pickup, kein Laster. Naja, was wird es für ein Pickup sein? Ja, Pickup. So auf die Reifen, wenn wir doch die Fahrer töten können. Kein Problem. Das ist jetzt eher eine Mission für dich, ne? Ja, ja. Das ist hier perfekt. Ah, das Flugzeug nicht weg, das Flugzeug nicht weg. Oh. Habe ich jetzt erwischt. Ja. Oh, noch drei Flugzeuge da oben gewesen. Ey, Alter. Wo fährt denn die eigentlich hin? Keine Ahnung, zu Ranch oder so. Oh. Da hinten ist ein Silo. Straßensperre. Sehr schön. Oh, da kommt der Flugzeug, oder? Nee. Ah, wir sind bei John Seed jetzt daheim. Okay, aber jetzt machen wir den fertig, den Typen, wa? Weiß ich nicht. Der ist bei uns eingebrochen. Jetzt brechen wir bei ihm ein. Ach so, Flugzeuge. Sollen wir schnappen? Oh, das ist was für dich. Ja. Wo steige ich ein? Warte, hier, da sind noch ein paar Typen. Jetzt. Okay. Ah, okay, warte, ich komme rein. Komm wieder rein. Auf den Flügel und dann. Ah, ja, jetzt. Bist du? Jetzt bin ich drin, jetzt kann's los. Ja. Oh, genau, ich hab ein Maschinengewehr. Aber ich kann nur noch hinten schießen. Du kannst schießen? Ich kann schießen, ja, aber nur nach hinten. Okay, ich nach vorne. Interessant. Okay, dann halte ich den Rücken frei. Ja, bitte. Ich habe Silo erwischt. Es lag so auf dem Weg. Okay. Interessant hier oben. Wir haben ihn gerammt. Echt jetzt? Oh Gott. Ich habe keinen Fallschirm dabei. Ja, denkst du ich?
Immerhin habe ich es stabilisiert. Wo ist denn der? Über uns. Hinter dir. Ah. Oh, Hilfe. Ja. Ich kann gerade nicht viel für dich tun. Nee. Ich versuche hier nicht drauf zu gehen. Auch nicht. Mit uns. Ah. Ich hab ihn. Ein bisschen. Ah, was fliegt der für Kurven, ey? Gott. Also wenn der nur nicht schlecht ist, mir wird's langsam. Und ich flieg. Okay. Alter, der fällt da. Hinter? Ah, warte, nee. Jetzt hinter uns. Oh ja, jetzt komm, jetzt krieg dich du. Ich habe einen Salto gemacht, damit er wieder vor uns ist. Also sonst ballert er uns weg. Jetzt bei dir. Kommst du ran? Nee. Das ist immer schwer zu sagen, oder? Jetzt? Vor dir. Nee, hinter uns. Ist bei dir? Ja, ist da. Boah. Der ist aber auch echt eine harte Nuss, ne? Jetzt bei dir? Ah, unser Motor ist aus. Oh, warum? Wahrscheinlich, weil ich es gerade abgewürgt habe mit dem Salto. Ach so. Bei dir? Du zwingst mich zum Handeln. Ich lasse nicht zu, dass du einreißt, was wir aufgebaut haben. Oh. Oh. Oh mein Gott. Der hat uns einfach in die Luft gejagt. Läufst du jetzt wieder weg? Ja. Puh, da wird einem schlecht. Ich denke, vielleicht wir probieren wir das in der nächsten Folge nochmal. Ja, vielleicht müssen wir beide ein Flugzeug nehmen. Wahrscheinlich mit zwei. War da noch eins? Ja. Okay, Steuerung WASD und Leertaste und C. Ja, abstürzen werde ich schon können. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, tschüss. Oh. Ah, ich bin hinten drin. Okay.